Hallo, Schatz. Teamspeak disst dich, ey, Alter. Er hat gerade gesagt, Loser in your channel started recording. Nehmt auf. Florian und Hendrik, nehmt auf. Ich esse noch. Machen jetzt einen Podcast. Heute mein Podcast. Moment, ist heute unsere Musical-Folge? Nein. Wirklich? Ich glaube nicht. Aber gut, dass du isst, weil ich esse jetzt auch erstmal was. Was gibt's bei dir Gutes? Ich habe nur ein bisschen Salat und ein Stück Rehrücken. Oh. Ein Stück Rehrücken, muss ich gegart sagen. Gegart oder gerade frisch quasi so? Überfahren. Oder so. Nein, schön gebraten. Es ist ein gutes Stück. Gut. Muss ich ja zugeben. Sehr schön, sehr schön. Bei mir gibt es Bräsekot. Oh, Kot. Jeder kriegt, was er verdient. Ach, so scheiße bist du jetzt auch nicht. Und dazu ein India Pale Ale von Meisel and Friends. Vielleicht gehe ich nachher noch im Kühlschrank vorbei, aber das sehen wir dann. Ich muss nämlich auch gleich noch den Raum wechseln. Oh. Aber auch das sehen wir dann. Oder hören. Also, du wirst es mehr hören, ich werde es mehr sehen. Das scheint der Beginn einer wunderbaren Folge zu werden. Echt? Mhm. Wir haben schon angefangen? Mhm. Gut. Toll, jetzt fängt unser Nachbar an, etwas zu bohren. Das ist klar. Einen wunderschönen Thursday Evening. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob wir wirklich Donnerstag haben. Aber wir haben wirklich Donnerstag. Auch wenn es sich anfühlt wie Montag. Ja, in gewisser Weise ja. Aber das liegt daran, dass jeder Tag Montag ist. Every day is Monday. Außer I Monday. Have Friday on my mind. Monday is Monday, Monday. Du hast ja Glück, dass mein WLAN nicht weit genug reicht. Sonst hätte ich diese Folge heute aufgenommen, während ich meine Reifen wechsle. Ja. Das wäre bestimmt auch ganz toll gewesen. Knack auf, scheiße, fuck yeah. Ich fände so eine Werkstattfolge wäre mal ganz geil. Ja, aber ich habe einfach zu wenig WLAN. Für die Straße reicht's nicht und für die Garage, da ist die Garage im Weg. Das ist auch so schwach. Mm. Und der Nachbar. Aber das muss so, das Atmo. Ja. Auch irgendwann kriegen wir auch eine Werkstattfolge hin, bestimmt. Bestimmt. Ja. Ich werde auch die Tage nochmal einen Kürbis machen, aber das auch nicht live auf Sendung. Oh. Ja. Mein erster Kürbis dieses Jahr, den habe ich jetzt zu Grabe getragen. Es war einfach viel zu warm. Mhm. Und am Wochenende gucke ich mal, wenn es klappt, versuche ich einen aufwendigeren mal. Mhm. Wenn es nicht klappt, dann habe ich versucht, mal einen aufwendigeren zu machen. Mhm. Ja, wir werden sehen. Ergebnisse wie immer auf Twitter. Okay. Und sonst so, was ist denn alles passiert seit unserer letzten Aufnahme? Wo war die eigentlich? Ist auch schon wieder eine Zeit lang her. Ja. Ich habe vermutlich einen neuen Job. Yay! Ich habe Hunger. Spencer-Filme geguckt. Oh, schön. Das auch. Und
bin über Adult Wednesday Adams gestoßen und habe großartig, mich ein bisschen verliebt. Großartig, ja. Du hast es mir ja geschickt und es ist absolut großartig. Ich muss unbedingt noch mir eine Sicherungskopie davon machen, bevor die Rechteinhaber es wieder... Ach, immer diese doofen Rechteinhaber. Ich meine, bessere Werbung für den neuen Addams Family Film könnten sie doch gar nicht machen. Niemand mag Rechte. Nein. Scheiß, scheiß Rechte. La, 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 la. Ja, ich habe auch einen neuen Job, nur dass ich meinen jetzt schon angefangen habe. Wie läuft's denn? Es läuft gut. Also ich kann mich beschweren, aber ich muss es nicht. Ich meine, gut, es sind noch keine 2 Wochen. Also es ist immer noch Eingewöhnungsphase. Aber so die Grundvoraussetzungen und so Sachen wie, dass ich um 4 Feierabend habe und das Telefon geht. Aber da kann jemand anderes dran gehen. Der Butler. Ja, so Sachen sind halt ganz schön. Du bist eigentlich Batman, oder? Nein. Darüber macht man keine Witze. Was bist du denn für ein Joker? Ja. Ja, nee, also es ist alles. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es bis zur Rente reicht, aber bis zum Tod bestimmt. Das ist die Hauptsache. Ja. Der kommt auch früher als die Rente. Schnüdelschnü. Schnüdelschnü? Schnüdelschnü. Okay. Ich wollte es nur deutlich gesagt haben. Schnödel, 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 Schnö. Ich bin ja super vorbereitet, deswegen muss ich jetzt erstmal was suchen. Schnödel, Schnö, Schnö. Schnö, Schnödel, Schnö, Schnö. Schnö, 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 Schnödel, Schnö. Jetzt habe ich vergessen, was ich suchen wollte. Ach ja. So. Ich mag meinen Nachbarn, also nicht sehr, aber ich mag ihn, nein. Dings. Ja. Kennst du die britische Comedy-Serie Till Death Do Us Part? Also bis das der Tod uns scheidet. Nein. Kennst du denn die Hongkonger Serie All in the Family? Mhm. Ich auch nicht. Aber kennst du die US-amerikanische Sitcom All in the Family? Mhm. Kennst du denn die deutsche Serie Ein Herz und eine Seele? Mhm. Ist alles ziemlich dasselbe. Mhm. Denn diese britische Serie ist das Original. Mhm. Die lief von 1965 bis 1975. Insgesamt 54 Folgen. Dann folgte später mal eine Staffel mit dem Titel Till Death einfach nur. Und von 85 bis 92 hat die BBC dann die Fortsetzung In Sickness and in Health, also immer mit denselben Darstellern und so, demselben Thema produziert. Und ja, die amerikanische Serie, die darauf basiert, kam dann von 71 bis 79. Ja. War auch ziemlich erfolgreich, also hat danach auch Fortsetzungen gehabt und auch zahlreiche Ableger. Also die Fortsetzung war Archie Bunker's Place, das Ekel Alfred hieß hier Archie Bunker. Der lief auch nochmal von 79 bis 83 und dann gab es Serien wie Maud mit einem von den Golden Girls, deren Name gerade nicht einfällt. Das war so eine Nebenfigur, die eine eigene Serie gekriegt hat, auch relativ erfolgreich und auch nicht unumstritten. Und das Serien wie Good Times und The Jeffersons. The Jeffersons ist ja
eine der erfolgreichsten afroamerikanischen Sitcoms. Ja. Ich glaube, 11 Staffeln. Sogar schon mal gehört. Mhm. Und auch diverse andere Serien noch. Ja, und in Deutschland gab es natürlich dann Ein Herz und eine Seele. Mhm. Die was vielleicht dieses Jahr mal vorknöpfen zu Silvester oder so. Hatten wir letztes Jahr schon vor. Mhm. Und ich habe jetzt also angefangen, dieses britische Original zu gucken. Kann was, oder? Also die Hauptfigur heißt hier jetzt Alf. Was an sich ja schon lustig ist. Und es ist teilweise echt noch, noch bösartiger als die anderen Versionen. Das will schon was heißen. Das klingt gut. Ja. Also die Hauptfigur ist hier anders als die anderen ganz offen, ganz heftig rassistisch. Und behandelt seine Familie, ja. Na gut, das machen sie alle die Figuren, aber er behandelt die Familie halt nicht wirklich besonders gut. Also sein Schwiegersohn nennt er Shirley Temple, weil er natürlich ein bisschen längere Haare hat als Linksliberaler. Hier ist er, glaube ich, sogar Kommunist, also richtiger Kommunist. Seine Frau nennt er öfter mal Silly Moo, was ich irgendwie süß finde. Schon irgendwie. Und ja, es wurden halt auch einige Schimpfworte zum ersten Mal in einer BBC-Serie verwendet. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu verstehen. Also sie sprechen sehr schnell, sehr akzentreich und ja, manchmal ein bisschen kompliziert. Macht aber doch auch Spaß. Und ja, kann man gucken, aber es fehlen leider, wie bei vielen britischen Serien aus der Zeit, Folgen. Also in die ersten 3 Staffeln, da gibt es kaum noch was übrig ist. Was schade ist, dass sie damals einfach, wie auch bei Doctor Who und bei all dem Zeugs, einfach überschrieben worden, die Videobänder, weil wer will das denn schon nochmal gucken? Das ist eine Einstellung, die man heute nicht mehr verstehen kann. Ja, absolut. Aber gut, heutzutage kostet auch Speicherplatz nichts mehr. Ja. Und ich glaube, heutzutage ist die BBC froh über jeden ausländischen Fernsehsender, der sich nicht dran gehalten hat und die Kopien nicht vernichtet hat nach der Ausstrahlung. Die amerikanische Serie kann man übrigens auch gut gucken. Die heißt Die Trumps, oder? Die will ich nicht gucken. All in the Family. All in the Family ist so eine... Okay, not ich will es gar nicht wissen. Not safe for work. Gut, ja, okay. Das ist eine der, ich würde sagen, der 3 Comedy-Serien aus den 70er Jahren, die das Fernsehbild in Amerika doch stark geprägt haben. Also die anderen sind MASH und die Mary Tyler Moore Show. Weil die ist eben die halt... Was? Mary Tyler Moore Show. Ist eine Serie über eine Journalistin, die in einem Fernsehstudio Nachrichtensendungsdings arbeitet. Ist auch eine Comedy-Serie. Und ja, sie ist... sie ist Single und zielt auch gar nicht drauf ab, einen Mann zu finden, sondern macht Karriere. Und das war für die damalige Zeit ja, oh Gott, eine unverheiratete, arbeitende Frau. Und ja, es ist auch eine gute Serie. Also Mary Tyler Moore hat auch, die Serie hat auch einige Ableger gekriegt. All die 3 Serien haben halt... ernstere Themen aufgegriffen, was für Comedy dieses Jahr bis dahin komplett unvorstellbar war. Und haben halt auch die Erzählweisen geändert, die bis dahin so das, ja, das Übliche waren. Vielleicht sagt dir Luke Rent was, die Serie. Nö. Luke Rent ist eine Figur aus Mary Tyler Moore, nämlich der Chef. Und das ist einer der ganz seltenen Fälle,
wo eine Comedy-Serie einen Ableger bekommen hat, die keine Comedy-Serie war, sondern eine richtige Dramaserie. Witzig. Auch ziemlich erfolgreich. Der hat dann irgendwann eine Zeitungsredaktion übernommen. Aha. Ja, und dieser eine Ableger Mord mit Bea Arthur, genau das war sie. Bea Arthur und auch Rue McClanahan, also oder McClanahan, oder wie die ausgesprochen wird. Also zwei der Golden Girls haben da mitgespielt. Ah. Und ja, es gab ja auch einige Fälle, die ja erst. Die zum ersten Mal so im Fernsehen kamen. Mhm. Also Themen wie Abtreibung, weil sich die Hauptfigur mit über 40 zu alt für ein Baby fühlt. Das hätte man vorher, vor allem in der Comedy-Serie, niemals zeigen können. Verstehe. Ja. Da bin ich also am Rumgucken. Mhm. Im Moment die britische nochmal und dann habe ich All in the Family noch einen Rest und Mord habe ich noch und noch andere. Das liegt alles auf meinem Stapel. Nur Zeit finden. Ja. Ich verstehe das Problem. Ja. Deswegen wird das ja unsere letzte Aufnahme sein. Ich muss in Zukunft Fernsehen gucken. Ich habe keine Zeit mehr. Mach bitte keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Ach, verdammt. Ja. Und du so? Ja, ich mache auch keine Versprechungen mehr. Das ist gut. Versprichst du das? Weiß nicht. Möglicherweise. Dann nehme ich dich mal mit ins Büro. Da muss ich nämlich auch noch was gucken. Ja. Das sind wir. Hallo Büro. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich könnte es ja jeden Tag sagen, mehrfach, zu mehreren Büros. Aber ich mache es meistens nicht. Hm. Autsch. So, ich muss auf meinen To-Do-Zettel nämlich noch was schreiben, wenn ich meinen To-Do-Zettel finde. Hallo. Kommst du her? Okay. Will nicht. Du kannst auch herkommen. So. Haben wir denn sonst eigentlich irgendwelche Themen heute, oder? Ist eine gute Frage. Aldi ruft Bockwurst zurück. Sag ich nur mal so. Krass. Ja. Meine nicht. Du machst lustige Geräusche. Ja. Ah, oh, Mensch. Gut. Ich habe mich hier letztes Jahr irgendwann bei einem System beim Flughafen Frankfurt angemeldet, das ich dann aber letztendlich nicht mehr nutzen musste, zum Glück, weil das schon bei der Anmeldung nicht geklappt hat. Ach so, so Warenzeug, oder was? Ja, genau. Also für die Abholung. Mhm. Ich bekomme mindestens ein, zweimal die Woche jetzt Mails davon, dass das System wieder ausgefallen ist und irgendwann wieder, es geht wieder. Es ist lustig. Herrlich. Ja. Einmal mit Profis oder nach lieber gar nicht. Mhm. Gut, dann ist mein Büro eigentlich schon ziemlich erledigt. Sehr schön, sehr schön. Ich habe hier noch, weiß nicht, ob das ein Thema ist, ich habe eine Barbecue-Soße entdeckt, die mir wirklich mal schmeckt. Oh, weil ich ja nicht so der Fan von so rauchigen Soßen bin.
Ja, zu rauchig darf es nicht sein, aber auch nicht zu, ja, zu von allem anderen. Es muss eine richtige Mischung haben. Eben. Und, bin hier auf eine Mississippi-Barbecue-Soße gestoßen. In der Geschmacksrichtung Sweet Apple. Hm. Und es ist gar köstlich. Und es hat einen Raddampfer auf dem Etikett. Oh, da Brampfeldampfeldampf. Toot, toot. Ach, tschuff, tschuff. Hast du denn auch schon was gelesen für den nächsten Podcast, den wir miteinander aufzeichnen werden? Den Klappentext. Oh, immerhin. Ich muss gestehen, dass ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin. Aber wir haben jetzt ja Termin für die Aufnahme. Ja, und es hat ja noch ein bisschen Zeit. Auch eine Deadline, bis man nicht fertig sein muss, und dann schaffe ich das auch. Also es gibt es auch als Hörbuch. Falls ihr euch fragt, worüber wir reden über den Königbube-Dame-Gast-Podcast, der in der nächsten Episode Der Dunkle Turm Tod besprechen wird von Stephen King. Genau, da bin ich durch Zufall mal wieder reingerutscht und muss das auch noch lesen. Ne? Aber das wird schon. Ich denke, zum Wochenende habe ich es bei mir durch. Ich meine, ja, durch Krankheiten ist durch den neuen Job nicht so viel dazu gekommen, aber mittlerweile habe ich doch so halbwegs einen Rhythmus, bei dem das klappt. Sehr gut. Ja, ich muss, oder ich will morgen erstmal Musikdinge tun. Ja. Und danach wird, bin ich abends, wenn alles glatt geht, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, treffe ich mich mit einem deiner Mitpodcaster. Und wir werden mit der Auslandsschweizerin Lara uns, oder beziehungsweise die macht irgendwie hier in Wiesbaden so Podcast-Treffen, und da gehen wir hin. Ah, ja, hatte ich was von gelesen. Und samstags feiert meine Oma Geburtstag, da düse ich dann hin mit dem Taxi Jonas. Hui! Genau. Ja, und dann ist der Samstag auch schon wieder rum. Und dann werde ich wohl Sonntag mal anfangen zu lesen. Kannst du dir nicht während der Taxifahrt lesen? Nein. Autofahren ist viel zu aufregend, da kann ich nicht mehr lesen. Ja, du musst immer den Kopf aus dem Fenster strecken und hecheln. Genau. So kennt und liebt man dich. Na, so kennt man mich. Ich mag dich. Ja, aber du bist deswegen auch in Behandlung. Ich mag Elektroschocks. So schön hat gepritzelt in meine Synapse. Ja, ich werde morgen, das ist ja das Schöne, dass ich um 4 bereits Feierabend habe. Dann werde ich kurz einkaufen fahren, wenn das Wetter mitspielt, meine Reifen wechseln, und dann muss ich auf einen Geburtstag, der aber auch nicht allzu lange ausfallen sollte. Das sagst du jetzt. Also ich möchte eigentlich um 8 wieder daheim sein. Ja, das will man oft bei Geburtstagen. Und dann schwupps. Schwupps wacht man 3 Tage später in Tijuana auf. Genau. Hat keine Hosen mehr an und einen Esel am Hintern festgenäht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich vermisse den Esel. Ja, er hat immer gut von dir gesprochen. Ach ja, und dann habe ich Wochenende. Und es ist ja ein längeres Wochenende. Was? Ja, eine Stunde länger. Ah. Ja, man muss nehmen, was man kriegt. Ja, das stimmt. Bevor das nächste Wochenende dann tatsächlich länger ist. Ist das nächste dann schon das mit dem ersten? Ja. Das heißt, ich habe nächste Woche nur einen Urlaubstag und nur einen Arbeitstag und einen Urlaub. Hui! Ich habe nur 4 Arbeitstage und dann 3 Tage. Verdammt.
Aber ich habe dafür Ende des Jahres 2 Wochen auf jeden Fall Minimum. Mhm. Das ist auch schon mal schön. Oh ja. Deswegen habe ich sogar schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, und ich denke, dass ich dann gemütlich auch das Buch zu Ende lesen werde. Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ja. Gut, gut. Und vielleicht noch den einen oder anderen Film gucken oder eine Serie oder beides. Das, was man halt so macht, wenn man kein Leben hat. Du sagst es, du sagst es. Gott sei Dank konnte ich kein Leben. So. Genau. Ich habe auch noch die alte Addams Family Serie geguckt. So schwarz-weiß. Ja. Weil es da einen offiziellen YouTube-Kanal zu gibt. Wo auch immer wieder neue Folgen hochgeladen, also immer andere Folgen hochgeladen werden. Und Oggi und die Kakerlaken. Ja, sagt mir auch was. Und ach, wie heißt es denn? Cosmo und Wanda. Ah, ja. Ja, ich habe auch in den letzten Tagen und Wochen so hier und da mal nicht komplette Serien, aber mal so eine Disc von der einen oder von der anderen Cartoon-Serie geguckt. Und ich habe wieder richtig viel Spaß an den Rugrats. Mhm. Und auch, ja, Animaniacs waren wieder dabei. Und, ach, ich weiß nicht, was noch alles war. War eigentlich auch irgendwas auf diesem YouTube? Weiß ich gar nicht. Was irgendwie relativ offiziell ist. Ich glaube nicht so richtig. Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja. Ja? Ja. Zwar auf Englisch, aber das macht ja nichts. Ja gut, auch die DVDs sind in der Regel auf Englisch. Ich tippe drauf, dass mein Englisch inzwischen gut genug ist, dass ich Kinderserien in Originalsprache gucken kann. Ich sag's mal so, solange die Synchronisation nicht wie Alvin und die Chipmunks verzerrt ist, macht das keine großen Probleme. Auch die Schlümpfe habe ich noch ein bisschen geguckt. Mhm. Die lese ich ja auch nach und nach jetzt mal diese Originalgeschichten. Meine Maus hüpft gerade wie geisteskrank über den Bildschirm, ohne dass ich was. Ohne dass ich sie berühre. Das ist lustig. Haustier oder Computermaus? Beides. Wie eine Kakerlake. Auf Speed. Auf der Kochplatte. und dann habe ich gelesen: Lucky Luke Hommage Band 1. Von, es liegt da hinten, deswegen kann ich es nicht lesen, der Mann, der Lucky Luke erschoss. Also okay. die Zeichnung so ein bisschen anders, aber auch noch sehr gut passend. Und es ist so ein bisschen ernstere Geschichte. Aha. Und echt schön gemacht. Also man erfährt auch so nebenbei, warum er nicht mehr raucht, sondern Stroh kaut. Okay. Weil er die ganze Geschichte über auf Entzug ist und keiner kann ihm irgendwie Tabak besorgen. Und immer wenn er Tabak hat, wird das irgendwie mal hier ins Wasser geschmissen oder im Wind verweht oder irgendwas passiert. Abgefahren. Jolly Jumper, also das Pferd, spricht nicht in der Geschichte. Mhm. Das ist also wirklich realistischer. Und es ist auch eine spannende Story, eine gute Geschichte. Cool. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe auch Hommage Band 2 hier. Es gibt auch noch einen dritten. Es gibt auch von Asterix solche Hommagebände. Und auch von, ich glaube, Spirou und Fantasio. Also, ich werde mehr und mehr Fan der franco-belgischen Sachen, die ich viel zu sehr vernachlässigt habe. Hm.
Und natürlich clever und smart. Ja. Oh. Ich habe den Clever und Smart Film geguckt. Mm. Wäre ja an sich, also der Film ist Quatsch, natürlich ist der Film Quatsch. Slapstick und ja. Man könnte ihn aber gucken, er wäre so doof, aber lustig. Mhm. Wenn. Wie wir quasi. Ja, wir sind ja nur doof. Aber wenn die beim Übersetzen nicht entschieden hätten, die Hauptrollen mit Erkan und Stefan zu besetzen. Oh. Nein. Das, Nein. Nein. Das sind zwei Männer im mittleren Alter. Clever und smart in dieser Geschichte. Und dann mit diesen Stimmen. Es geht nicht. Ich konnte den Film nicht zu Ende gucken. Es hat wehgetan. Es gibt einen Clever und Smart von 2005. Das ist ja, glaube ich, eine Realverfilmung, ja. 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 Und Animationsgedöns von 2017. Ja, das habe ich noch nicht geguckt, das werde ich mir aber auch mal antun. Es gibt ja auch die Zeichentrickserie aus, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre. Ja. Ich glaube, wer waren da die Synchronsprecher? Ich glaube, Wolfgang Völz und, war das Karl Dahl? Ich müsste es googeln. Also auch Stimmen, ich weiß nicht. Da gibt es übrigens die Folgen offiziell auf YouTube. Ja, aber auch nicht alle. Aber sehr viele. Mhm. Also ich würde sagen, so wie es aussieht. Ach, Karl Dahl. Karl Dahl war es. Sehr viele. Insgesamt gibt es 26 Folgen. Vielleicht, ja. Ist doch schon was. Ach, es gab schon mal. Also die Serie ist von 95, stimmt das? Eben habe ich es irgendwo gelesen, da oben 95. Es muss aber schon mal eine Serie, eine, ist das eine Realserie? Nee, eine Zeichentrickserie von 1967 gegeben haben. Die kenne ich jetzt nicht. Jedenfalls nicht wissend. Wobei, wenn da auch Wolfgang Völz und Karl Dahl, wahrscheinlich hat man das im Deutschen dann gemischt. Gibt's irgendwo? Gibt's doch bei YouTube bestimmt ein später Ansehen. Da ist es. Ja, sehr schön. Ja, YouTube. Ich bin, man möchte beinahe sagen, schier verzweifelt am YouTube-Algorithmus. kennst du das Problem, wenn du in eine YouTube-Schleife gerätst? Ja. Das ist ja furchtbar. Das ist schrecklich. Und das Autoplay eigentlich immer zwischen zwei Songs hin und her switcht und du immer die gleichen beiden Lieder hintereinander abgespielt bekommst. Deswegen versuche ich immer Autoplay zu vermeiden und dann lieber gucke ich, dass irgendwo eine Playlist ist. Richtig. Es war einmal der Weltraum. Das kenne ich gar nicht. Es war einmal das Leben. Es läuft gerade auf Netflix, ne? Mhm. Sehr schön. Habe ich jetzt zwei Folgen letztens geschaut. Drei Folgen. Das macht Spaß. Also, es ist nicht mehr so ganz korrekt immer hier und da, aber. Ja, vor allem die Synchronisation ist sowas von schlecht und also vom Timing her einfach schlecht. Und man hat das Gefühl, die Sprecher wussten nicht, was sie da noch sagen sollen. Ja. Und probieren irgendwie so Zwischensequenzen mit irgendwelchen lustigen, pseudolustigen oder sehr hohlen Phrasen zu überspielen. Vor allem dann auch sich regelmäßig wiederholen. Naja, gut. Andererseits ist es eine französische Serie. Wer kann schon Französisch? Je m'appelle Florian. Das war's dann. Ich könnte doch sagen, wo ich herkomme, aber das war's dann schon. Je ne sais pas, je suis resté à la maison. Merde. Ich glaube, ich würde mir eine der Es war einmal Serien, eine von denen, die mir fehlen, auch mal noch zulegen. Die kosten aber halt auch einmal, naja. Ja, es war einmal das Kapital.
Ja. Max. Das wäre eine geile Comedy, die würde ich gucken. Ja. Mit Karl Marx, seiner Frau und einem kleinen Friedrich Engel. Oder wie in Two and a Half Men, Karl Marx und sein Marx-Brother. Max. Man mag's oder man mag's nicht. Mag sein. Meine Güte, die Folge geht aber auch nicht rum, oder? Nee, ich mache mir, glaube ich, das zweite Bier auch. Vielleicht geht's dann schneller. Ich mach das. Ich muss mal... Dann geh doch. Nein, das habe ich laufen lassen. Nein, ich muss mal gucken. Ich hatte irgendwo entdeckt, dass ich noch Links hatte. Irgendwas, was ich möglicherweise noch erzählen können hätten, Tote. Oh. Ich könnte dir natürlich die Frage stellen, welche von den Adult Wednesday Addams Folgen du am schönsten fandest. Oh. Das ist natürlich schwer zu sagen, ne? Ich mochte die mit dem Abtreibungsgegner zum Beispiel. Ja, die fand ich auch schön. Ja, auch die Sachen wie, wie sie das Messer kauft oder so Sachen. Also das ist nämlich meine Lieblingsfolge. Es sind einige echt schöne dabei. Also ich spiele das auch großartig. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ist denn da los? Wird es jetzt eine neue Addams Family Serie geben oder einen neuen Film? Ich habe das nicht ganz. Es gibt einen neuen animierten Film. Ah. Und der Ursprung der Addams Family ist ja auch die Animation, das waren ja auch Cartoons ursprünglich. Ja, das der Herr Addams. Ja. Hatte ich gesehen gehabt und. Es gibt da auch ein Buch. Das mir immer zu teuer war, ich guck mal rein. Das glaube ich auch alle Original-Cartoons enthält und ganz, ganz viel ja von allem Infos über alles Mögliche. Ja. Mal schauen. Nein, das ist es nicht. Addams Family Evolution. Das kostet immer noch 25 Euro. Ach, klingt jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ist es wahrscheinlich auch nicht, aber mal gucken, vielleicht hole ich es mir irgendwann jetzt. Ich muss mir auch zu Weihnachten mal was schenken. Da habe ich mich auch gerade überlegt. Ich muss doch mein Weihnachtsgeld eigentlich sparen, wegen Miete und Doppelzahlen und so. Aber so was Kleines wird ja wohl drin sein. Ja. Das ist, mal schauen. Ich will mir eigentlich, zu Weihnachten eine neue Bettdecke kaufen. Vielleicht, also so eine Therapiedecke endlich mal. Diese schweren Dinger. So eine schwere, ja. Ja. Weil da schleiche ich schon seit langem drum rum. Und was macht das für einen Unterschied? Soweit ich weiß, hat der Körper dadurch, das ist ja auch ziemlich abgestimmt auf dein Körpergewicht. Ah, okay. Hat dadurch ja, immer das Gefühl, als würdest du gerade umarmt werden. Das wärst du sicher und geborgen und dadurch entspannst du mehr. Also so verstehe ich das, so grob erklärt. Mal schauen. Man kann sie, glaube ich, auch vorher testen irgendwie. Das würde ich dann vielleicht mal jetzt anstoßen. Ja.
Mit was sind die dann gefüllt? Oder ist einfach Blei in die Fasern eingewebt oder was? Das sind verschiedene Schichten. Und in der mittleren Schicht sind kann man die mit ganz winzigen, abgerundeten Glasperlen gefüllt sind. Ah. Wir kennen ja auch beide Menschen, die solche Decken haben. Ja. Und ich habe jetzt eigentlich nur Positives gehört. Zumindest von der Funktionsweise. Na dann. Und ja. Sag mal, kennst du einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren, schütteres Haar, kräftige Statur, mit dunkelblauem Anorak und einem roten Kragen und blauer Jeans? Oh nein. Rüdiger wieder. Ja. Der hat in Stuttgart nämlich ein Taxi morgens rangewunken. Und als das Taxi gehalten hat, hat er sich auf der Motorhaube geräkelt. Und dann ist er weggegangen. User in your channel timed out. Und dann ist er weggegangen. Ja, so ist das. Jetzt ist er weg. Mal gucken, ob er wiederkommt. Ich könnte euch ja was erzählen in der Zwischenzeit, aber ich habe keine Lust. Also summe ich ein bisschen. La 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 la. Ich mag ja die Schlümpfe, also die Originalgeschichte mit den Schwarzschlümpfen. Das ist der Prototyp einer Zombie-Apokalypse-Story und der ist tatsächlich noch ein paar Jahre vor Night of the Living Dead erschienen. Also es ist fast sowas wie die Ur-Zombie-Geschichte. Und liest sich auch heute gut. Also das kann man auch als Erwachsener wirklich noch gut lesen. Ich verstehe nicht, warum Teamspeak in letzter Zeit Leute rausschmeißt. Ich hatte das auch vor kurzem mal, dass das einfach so passiert ist. Wie lange muss ich dir noch reden? Naja, 10 Minuten noch oder so, wenn er nicht auftaucht, dann hat sich dieser Podcast auch erledigt. Ich weiß gar nicht, waren wir eigentlich mit den Vader Sim durch? Ich glaube noch nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob er es geguckt hat. Ja. Mehr gibt es über diesen Typen auch nicht zu sagen. Also er hat sich auf der Motorhaube des Taxis geräkelt und später dann auch noch ein bisschen auf der Straße, hat kein Wort gesagt. Der Fahrer ist dann auch einfach weggefahren letztendlich. Und ja, die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung aufgenommen. So, das war's damit. Ich könnte ja mal meine E-Mail gucken. Okay. Ich habe keine E-Mail. Hat sich erledigt. Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Was haben wir denn sonst noch? Ich hätte noch einen Parkplatzstreit in Kiel. Mann verteidigt Parkplatz mit Mistgabel. War auch schon ein bisschen her. Das habe ich nur gerade in meinen Notizen für Sendungen, die nie genutzt wurden, gefunden. Ich sehe aber gar nicht mehr, von wann es ist. Ach nein, vom 7.10. ist noch gar nicht so lange her. Ja. Es sind 3 Männer, haben sich um einen Parkplatz gestritten und dann gingen sie aufeinander los mit Messer und Mistgabel. Ich meine, was man halt so macht, wenn man einen Parkplatz haben will. Ja, was meint ihr? Kommt der heute nochmal? Oder war es das? Ich weiß es ja auch nicht. Schnudeludelu. Mir steckt irgendwas im Hals. Er schreibt gerade, Podcastaufnahme über das Internet geht mit Internetverbindung eindeutig besser. Ja, und da war das Internet tot. Nicht, dass ich das nicht kennen würden, tun, machen. Habe ich jetzt eigentlich das im Büro den Computer ausgeschaltet? Weiß ich gar nicht mehr. Ich wollte doch noch was drucken. Verdammt, das muss ich nochmal machen. Ich wollte noch die Vorlage für meinen nächsten Kürbis drucken, den ich am Wochenende
dann wahrscheinlich dingsen werde. Ja, ich glaube, der kommt heute nicht mehr. Sein Internet ist weg, schreibt er mir im Internet. Tja. Gibt's denn sonst noch was? Ich würde ja jetzt Invader Sim alleine zu Ende bringen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, ich glaube, 6 Wochen her, dass ich die Folgen gesehen habe und ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Naja. Dann könnt ihr vielleicht gleich nochmal den Flosser Nova hören. Und dann war's das für heute. Vielen Dank, dass ihr... Ach, wem mache ich das vor? Es hört doch eh keiner mehr hier. La 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 la. Welt Quimby. Thank you.